So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ja, die letzte Folge, die ich aufgenommen hatte gestern, wurde tatsächlich gefressen von OBS. Ja, wir haben es wieder nach, wie wundert's. Also, ich bin gespannt, ob das überhaupt richtig funktioniert. Mich würde es sehr enttäuschen, weil ich hatte eigentlich eine geile Folge gehabt. Aber alles habe ich dummerweise nicht speichern können und musste wieder ziemlich weit nochmal anfangen. Ja, wie gesagt, das war eine tolle Folge eigentlich. Aber ich bin draufgegangen, glaube ich, bin ich draufgegangen? Ne, ich hatte einfach nochmal von vorne angefangen gehabt, also ich hatte neu gestartet, weil ich wurde gebissen von der Schlange und ich dachte, hey, vielleicht habe ich das ja irgendwie gespeichert. Nee, hatte ich tatsächlich nicht gespeichert und infolgedessen musste ich sehr, sehr viel nochmal machen. Hey, da ist nichts zu trinken drin, so, pass auf, so, los geht's. Und einmal wegwerfen, haben wir noch mehr? Ne, so. Mal ein Nickerchen machen und eigentlich wollte ich den Smoker vollschmeißen nochmal. Bloß nachts jagen ist, glaube ich, sehr sinnlos. Einmal safe. Und nochmal ganz kurz sleep. Und wollen wir hoffen, dass das jetzt einigermaßen gut läuft. Wie ist denn euer Sonntag so bis jetzt verlaufen? Sehr schön, es ist tags. Und eigentlich wollte ich ja mal reisen, um einfach weiterzubauen. Ich wollte an unser wunderschönes Schiff weiterbauen. Und ihr seht, ich fange da hinten schon an, tatsächlich ein bisschen hafenmäßig was zu bauen. Ja, das Schiff sieht mittlerweile so aus. Eigentlich will ich das noch vergrößern. Es soll hier noch vorne eine Spitze weiter vorne gehen. Vielleicht hier in der Mitte noch ein Segel rein. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich glaube aber ja. Und diese Spitze vorne soll nachher zum Angeln da sein. Soweit, so gut. Drei Kisten sind an Bord. Und hier will ich versuchen, eben halt einen Hafen zu bauen. Und dann, ja, dann wäre das eine Werft quasi, wisst ihr? Ja, natürlich wisst ihr, was ich meine. Ihr seid nicht doof. So, los geht's. Wir müssen einmal angeln. Oder was dem gleich tut, fischen auf jeden Fall. Diese Muscheln, dass man diese Muscheln nicht knacken kann, ne? Ja, wie gesagt, ich hatte zwei riesengroße Fische in der letzten Folge gehabt. Die habe ich tatsächlich gejagt. Und jetzt nehme ich auch mal Sardinen mit, bevor ich hier gar nichts fange. Die rochen. Ich weiß, ich krieg die Rochen nicht kalt. Und da ich keinen Rochen kalt kriege, denke ich mal, dass ich einen Hai sowieso nicht platt kriegen kann. Oh, sind wir schon mal draus. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Einfach mal wegen Hai so drauf achten, ne? Ja, genau, das war in der Folge auch. Das konnte man leider nicht sehen. Ich wurde blutig gebissen vom Tigerhai und tatsächlich in letzter Sekunde konnte ich mich retten. Da konnte ich mir Verband herstellen, sonst wäre ich bei ihr draufgegangen, ne? Ja, Tigerhai hat mich blutig gebissen, krass, ne? Bin ich bei ihr verreckt. So. Auch totale geile Action dabei gewesen, aber echt nicht aufgenommen, ne? Zum Kotzen irgendwie. So, wir können 5 Sardinen mitnehmen. Boah, der spattelt aber komisch rum, der muss gefeiert. Ja, siehste. Alles, was solche Dinger sind. Oh mein Gott, halt bloß lieber Abstand davon. Verschluckt. So, wir haben schon mehr als 5. Dann lass uns mal den Smoker anmachen. Und dann jagen wir trotzdem nochmal weiter. Wir müssen satt werden hier. Und dann wollte ich eigentlich reisen. Einfach mal plündern gehen. Weil viele Palmen haben wir hier nicht mehr auf dieser Insel, die wir abhacken können, um dann wirklich was Cooles draus zu bauen. Deswegen, das Boot möchte ich gerne woanders, in einer anderen Insel weiter fertigstellen. Ich kann mir aber nachher diese schönen kleinen Pflanzen mitnehmen, damit ich mir Seile draus knüpfen kann. Die braucht man ja immer tatsächlich. Und eventuell, weiß ich nicht, sollte man sich vielleicht woanders ein Lager... Nein, eigentlich nicht. Das Wetter zieht sich zu, oder wird es wieder nachts? Na, das Spiel... Ja, ist, ich weiß es nicht. Nein, es gibt Dönerwetter. Ja, es fängt an zu regnen, tatsächlich. Gibt es nicht eine Möglichkeit, wie man Regen auffangen kann? Das wäre natürlich mega klasse. Hallo, Inka. So. Ach, Diskus haben wir auch noch gefangen. Himmelarsch und Sven, wir haben ja jede Menge was. Ach, jetzt willst du den Kaffee doch behalten. Kannst du mir denn bitte einmal, wenn du so lieb sein magst, einmal 9 machen? Was? Für morgen. Kannst du mir auch ein Brot schmieren? Ich habe immer noch Hunger. Ich hatte keinen Bock auf Yam-Yam-Nudeln mehr. Yam-Yam. Privatgespräch.
Auch wichtig, kann man ja auch mal führen, ja? Wir sind ja hier eine lockere Community. Zap. So, ja, 5 Stück ist es geworden, klasse. Ja, klasse. Als ranhängen, dann wieder aufsammeln, das ist natürlich echt sinnlos. Damit hätten wir alle. So. Hä? Genau. Und schütteln, also drehen. Dreh die Kaffee aus. Sag mal, geht das Feuer nicht mal an? Aha. Ah, ein Fisch haben wir hier noch tatsächlich. Ja, machen wir gleich mit Water. Mit dem Water. Water. Ich hab mit dem Wetter. Ach, es geht aber, es regnet ja nur. Hoffentlich knallt das nicht gleich schon wieder. So. Oh, das ist cool. So, was sagt unsere Anzeige? Ja, Hunger haben wir halt, ne? Und immer noch Durst. Ja, wir kriegen uns hier nicht wirklich zufriedengestellt. Wir müssten eigentlich, wir können gar nicht so viele Palmen hacken, wie wir Durst haben. Aber, wo ist denn nochmal? Ich will auf jeden Fall gleich weiter fischen gehen. Guck mal, das war schon mit dem schlechten Wetter. War ja nicht schlimm. Hier gab es doch noch Mast im Wasser. Da hinten ist es das, was ich meine? Da will ich gleich mal hinschwimmen. Das ist ziemlich weit. Da ist auch noch eine Insel. Ach, guck mal, wir sind schon einmal um die Insel herum. Ja. Lass es doch, der es brutzelt, einmal schnell Dingenskirchen hacken gehen. Aber da bleibt auch nicht mehr viel, ne? Das ist irre. Stickies, die können wir immer gebrauchen. Komm mit, nimm mit. Ja. Na, nochmal. Wo die auch immer herkommen mögen. Aber was total ätzend ist, am Anfang war es so, dass man immer Treibgut hatte. Und Treibgut jetzt komplett weg ist. Welche Insel ist das hier hinten? Ich weiß nicht mehr, wo meine komischen Felsen-Schlanginsel gewesen ist. Da würde ich gerne mal wieder hin. Mittlerweile haben wir auch schon mal wieder eine andere Insel entdeckt. Hä? Was? Hä? Was habe ich denn jetzt zweimal aufgesammelt? Oh, cool. Wusste ich gar nicht. Lass mal den nochmal da hinten hinpacken. Anstatt es aber so abzuwerfen, ne? So. Ich glaube, das Essen müsste auch mittlerweile durch sein, ne? Na komm, geh ran, deine Smoker. Trau dich. Mal ankosten, ob das auch wirklich gut genug ist. Ach, scheiße. Das sieht nicht gut aus, oder? Und das sieht gut aus. Ja, perfekt. Das Gute ist, wenn man satt ist, dann kann... Ja. Muss ich mal gucken, ob man das sehen kann. Das muss raus. Augenblick mal. La 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 la. So, alles ist gut geblieben. Man kann nichts sehen. Es gibt viele Dinge, die will man ja auch nicht, dass sie gesehen werden, ne? Was sagt das Essen? So, das heißt, dass mein Essen fertig ist? Essen sieht gut aus. Mal schnell mal einen Schluck Wasser trinken. So, komm. Aufheben den Wedel. Und wie sieht's aus jetzt mit Trinken? Ja, einen Schluck könnte ich noch verkraften tatsächlich. Lass uns doch mal hier eine Melone knacken nochmal. Ich meine, wer ist denn die Dinger noch gleich?
Kokosnuss. Wenn wir überhaupt noch Kokosnüsse haben, heißt das. Wir sind ja so von Kokosnuss weg. Wir ernähren uns ja nur noch von Fisch und Wasser. Sind voll auf so einem Gesundheitstrip, ey. Ey, warte mal, ich wollte diese... Okay, nee, warte, wo ist das? Hä? Hä? Diese Möwe. Oh, warum kannst du nicht da weiter sitzen bleiben? Ich muss noch mal Fischtraps und Bird-Dings-Traps bauen. Das geht so gar nicht. So, ein bisschen schneller hier mal rumlaufen. La, 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 la. Da. Stopp. Hat hier was gesehen? Nee. Goodie. So, oha. Ich trage viel mit mir. Ach, guck mal, ich habe auch noch... Ach so, klar, weil ich die mitgenommen habe, natürlich. Hä? Was erzählt der denn da? So. Hier draufhauen. Mitnehmen. Wird schon wieder nachts? Nee, ne? Das kann doch nicht schon wieder nachts werden. Ihr wollt mich wohl verkackeiern. Ich werde, glaube ich, den einen nochmal snacken. Und dann werden wir reisen. Guck mal, hier wächst ja nichts mehr nach, Alter, auf dieser Insel. Wir müssen auch gucken, dass wir hier auch mal was zum Farmen haben, tatsächlich. Damit wir mal, zum Beispiel Pipi zum Beispiel, damit wir Pipi machen können. Also, ja, nicht Pipi machen, sondern Pipi machen. Also, falls wir, huch, gut. Falls wir das mal brauchen, falls wir vergiftet sind. Könnte ich permanent im Ausmachen, weil wir irgendwie gerade von der Schlange gebissen wurden oder so. Ist natürlich dann echt doof, ne? Komm, mit dem Schluck hau ich mir nochmal rein. Was haben wir denn jetzt wieder für Schmerzen, ne? Wasser sollte okay sein. Eigentlich sollten wir soweit wieder fit werden hier. Oder haben wir andere... Huch, nicht zerhauen. Ausmachen. Andere Probleme gerade. Hilti. Das ist doch ein guter Status. Hilti ist ein sehr, sehr... sehr, sehr toller Status. So. Wir müssen, wie gesagt, wir müssen... Warum? Guck mal, da sind die auf einmal aufgetaucht, neu gespawnt. Sind noch Kokosnüsse gespawnt? Das wäre natürlich mega. Ja. Nee. Doch. Klasse, warte mal. Wieso spawnt das denn abends neu? Das ist ja geil. So, einmal hinlegen. Und zerhacken wir den Vogel jetzt mal. Wieso piep ich jetzt? Hilti. Ist doch super. Ich sehe ja nichts. Warum sagt er denn? Achso, macht er denn immer eine neue Nachricht, wenn ich wieder gerade auf den aktuellen Status, beziehungsweise wenn er mir gerade sagt, dass ich weiter, also auf den aktuellen Gesundheitsstand bin, dass ich dann heale oder was? Ich weiß es nicht. So. Genau. Finden wir noch vier solche Dinge, dann könnten wir tatsächlich noch so einen Teil machen. Oder close. Zwei. Dass man die hier nicht wieder wegverwerten kann, ne? Aber wieder aufschneiden und wieder neu verwerten. Das wäre natürlich super cool. Lass uns die Dinger trotzdem mitnehmen. Ah, ich hasse das. Immer so viel nachts, ey. Da, noch einer. Ich glaube, ich mache noch einmal... Was? Nein! Ich will doch nur meine Angst haben! Warte mal, guck mal. Oh ja, komm, nerv doch einfach mal nicht so. Warte mal, weißt du, was wir machen? Die Planke. Ich weiß nicht, an welcher Insel ich nochmal mehr Planken hatte. Was? Tu das doch... Guck mal, was wir hier noch haben, alles, oder? Genau.
Die Kokosnuss. Komm, wir tun die Kokosnuss noch da rein. Wo ist die Kokosnuss hin? Die Kokosnuss wusste, dass sie rein sollte und ist... Ach, nee, meine Hand. Wieso habe ich die Kokosnuss in der Hand? So. Jawohl. Klasse. So, und jetzt erzählen wir mal, wo ich dann das andere Ding gesehen hatte. Da, genau, klasse. Okay. Lieber Stoff machen. Ich glaube, Stoff ist echt Mangelware momentan. Und nochmal so einen zweiten Kollektor bauen, ne? Und zwar auf einer anderen Insel vielleicht nochmal. Das wäre gar nicht mal so schlecht, so einen Water Collector nochmal auf einer anderen Insel zu bauen, damit wir ein bisschen flexibler sind und überall mal ein bisschen Wasser haben. Das wäre natürlich echt nicht schlecht, ne? Leute. Dann sollten wir uns auch mal eine Hauptinsel raussuchen. Ich glaube, das wird hier trotzdem meine Hauptinsel. Einfach so. Ich habe das ein Gefühl. Und mal wissen, was diese einzelnen Pflanzensorten bringen würden. Wäre mal auch sehr, sehr interessant. Moment. Habe ich nicht gerade... Ne. Hier sind Sticks. Hier war Pipi drin. Pipi wächst nicht nach. Ja, das ist echt schade. Wenn der Pipi nicht wachsen kann. Ach Gott. Wieso heißt das so? Ich weiß gar nicht, wie es... Naja. Ich dachte gerade, da wäre ein Seil. Komm, gib mir noch einen, dann haben wir das doch schon. Hey, warte mal. Achso, ich dachte, wäre so ein... Ne. Ist jetzt nicht unbedingt mehr sehr viel spannend gerade, aber... Doch eigentlich ja schon, ne? Wir schlafen jetzt einfach. Wir schlafen, dann wird es Tag. Oh, ah, Treffer, genau. Da können wir uns jetzt tatsächlich nochmal Stoff machen. Für den nächsten Water Collector. Wir bräuchten auch noch was tatsächlich für noch so einen Smoker auf einer anderen Insel. Die Dinger sind ja schnell gebaut. Es ist ja nichts Schweres dabei. Gerade auch so ein Shelter ist ja auch nun super schnell gemacht, ne? Und ein Loom ist auch nicht so schwer. Sehr gut. Okay. Wo ist mein Shelter jetzt? Hey, Shelterchen. Das mit Smoker. Da. Machen wir Schlepp. Und wir schleppen und wir schleppen. Ja, wäre ja total klasse, wenn es jetzt tags wäre. So, dann fahren wir einfach gleich mal los. Was sagt denn unser Status noch? Eigentlich noch ausreichend tatsächlich. Und diese Insel hier baue ich tatsächlich dann weiter, wenn wir dann... Ich glaube, die nehme ich einfach. Ich meine, du hast es immer irgendwo Probleme, wo nachher deine Ressourcen leer sind. Das kannst du auf jeder Insel, diese Probleme. Ah, es wäre tags ja wie wunderschön. Ja, müssen wir Gas geben, dass wir uns vielleicht ein bisschen Gas geben können. Bleib stehen. So, einmal an Bord. Und schmeiß die Segel an. Und los. Wäre schön gewesen, wenn wir da dran vorbeigekommen wären, ne? Also das mit meinem Hafen wird wohl doch nicht so klappen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dabei ist es hier schon wieder tief. Hey, wo will der denn ganz hin? So. Nun aber, komm. Nun, nimm. Volle Fahrt. Kann mir mal erzählen, wo ist mein zweites Segel hin? Da, wieso komme ich da nicht ran? Scheiße, und drauf. Komme ich da von hier aus nicht ran? Doch, natürlich, klar. Nee, doch nicht.
Doch. Ach, ich habe noch keinen Anker, ne? Na komm. Wieso musst du denn nicht? Ja! Der kommt ja nicht ran, keine Chance. Macht er nicht. Ne, mit dem auch sei. So, wir müssen gucken, wo wir hinflahen. Schade eigentlich, dass ich da nicht rankomme. Ich fährt jetzt sowieso gerade alleine, ne? Oh Gott, bitte lass es nicht. Das wäre. Ich habe gerade die fürchterliche Idee gehabt, dass wir vom Boot geschubst werden. Das ist immer doof, ne? Wie das aussieht mit den Segeln, dass die zur Seite wegstehen. Aber ist halt so. Aber ich finde mein Boot hübsch. Ich finde mein Boot wirklich hübsch. Ich habe ein schönes Boot. Ne? Gerade mit viel Sonnenschutz, wo ich dann natürlich jetzt keinen Sonnenschutz abkriege gerade. Das ist typisch, ne? Aber das ist schön. Ah, guck mal, jetzt sind wir tatsächlich auch mal auf der richtigen Insel, wo ich auch tatsächlich hin wollte. Na, das ist doch mal was Gutes. Ne? So. Aber schnell, weiß ich nicht, ist auch was anderes, ne? Hier habe ich auf jeden Fall auf dieser Insel, es liegt auch mein Gummiboot noch. Brauchen wir einfach nicht mehr, ne? Aber ich hätte es hier gerne noch von der Breite hier nochmal größer gemacht. Das, und dann wirklich noch ein nach vorne oder zwei nach vorne. Ja, das wäre total cool. Oder wenn man so spitz zusammenbauen könnte, das wäre richtig geil, oder? Wenn wir uns da wirklich richtig was Fettes hinstellen, das wäre super cool, ne? Kannst du gleich mal die Tür zumachen, bitte? Ja, ich, ne? Genau. Aber Mama weiß das ja. Mama weiß das. Guck mal, da ist mein Gummiboot. Klasse. Oh, hier waren wir aber auch noch. Doch, hier waren wir doch schon mal. Also hier auf dem Boot, meine ich jetzt, ne? Hoffentlich sind die Schlangen immer noch alle tot. Das glaube ich aber. Oh, wir müssen mal ein bisschen rudern. Hier. Ne? Ich halt auch schon. Wow, wie der einfach abdriftet. Ja, das ist natürlich immer. Man sollte auf gar keinen Fall mehr von diesen Segeln bauen, weil es ergibt keinen Sinn irgendwann. Diese Scheißkrebse! Ich werde euch alle essen jetzt. Ich baue mir doch keinen Water Collector, ich baue mir einen Smoker und dann kommt ihr alle auf den Grill. Ich habe keinen Platz. Na, da habt ihr aber Glück gehabt. Aber gleich habe ich Platz. Doch kein Glück gehabt. Rutschen die Kisten hin und her? Nee, ne? Eigentlich gar nicht. Das sieht immer so verrutscht aus, immer alles. Wäre scheiße. Gibt es, kann man eine Reling bauen? Oh, ich habe so viele Fragen, Leute. Guck mal, wie aggressiv. Voll der Mega-Akku. Sag mal, kannst du den jetzt mal aufpieksen? Willst du mich verarschen oder was? Der piekst den nicht auf. Warum denn auch, ne? So. Wir sind hier, weil wir hier jede Menge Materialien finden. Und die wollen wir alle durchsuchen jetzt. Erstmal Schatten. Dann Kokosnuss. Wegen Wasser und so. Es regnet jetzt schon wieder. Ich habe mit dem Wetter hier kein Glück. Auf jeden Fall sind schon mal alle Schlangen tot. Das genieße ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Hier gibt es auch Wildschwein auf dieser Insel, aber ich habe, glaube ich, einen verkehrten Speer dafür. Jetzt fängt es auch ein bisschen an zu lecken. Das ist auch ein bisschen kacke, ne? So, wir gucken einfach mal. Wieso sind denn keine Kokosnüsse dran? Ich verstehe nicht. Normalerweise spawnt das doch nach einer Zeit wieder neu. Waterstill. Wir brauchen einmal. Haben wir. Das ist was. Kriegen wir zusammen. Und wir brauchen dafür Kokosnüsse. Da
oben. Da haben wir ja Kokosnüsse. Sehr toll. Na komm, climb auf die Palme. Bei mir fängt das immer an zu lecken, wenn das stürmt, ne? Das finde ich echt schade. Oh mein Gott, geh auf diese Palme rauf! Was? Ich bin total entspannt. Weißt du was, ich hack gleich diese Palme ab. Hat er sich jetzt... Ist er jetzt auf die... Ja. Beim Sturm auf eine Palme klettern macht Sinn, würde ich immer wirklich weiterempfehlen. Fast nicht gefährlich. Man fliegt ja nur so ein bisschen. Man kann dann auf einmal anfangen zu fliegen. So, pass auf, wir müssen einmal... Wir brauchen noch einmal Dings. Wir brauchen sehr viel Dings. Guck mal, das ist ja nicht schlecht. Guck mal, was hier alles für mich vorbereitet liegt. Das ist ja fast ein Traum. So, ja, auch nochmal. Scheiße. Wo ist denn mein Landepunkt? Guck mal, wie viele Kokosnüsse doch hier da sind. Das ist nicht schlecht. Ich hänge fest. Was halte ich denn gerade eigentlich in der Hand? Das sieht ja merkwürdig aus. So, pass auf. Die legen wir schon mal hier ab. Habe ich jetzt weggeschmissen. Jetzt kann ich die auf jeden Fall ablegen. Hast du mir jetzt echt ein Brot gemacht? Nee, dir? Wow, du bist lieb. Telefon. So. E. So, jetzt können wir loslegen endlich. Craften. Sehr gut. Was brauchen wir jetzt noch? Mal gucken. Wir brauchen. Ach, noch so ein Seil. Okay. Die Palmen haben wir da hinten hinlegen. Ein Dings haben wir da. Und dann brauchen wir drei Steine. Also nochmal ein Seil. Sollten wir auch unbedingt mal alle aufbrauchen. Guck mal, da ist noch eine schöne Insel. Da sind überall Inseln, ne? So, haben wir alle? Genau. Ach, komm, erzähl doch keinen Scheiß. Was habe ich denn jetzt Unnötiges bei mir? Ein Stock. Ach, toll. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Herr Stock. So. Jetzt brauchen wir Steine. Dreimal. Man sollte meinen, dass sich hier vorne sehr viele Steine aufhalten sollten. Ah, da vorne. Zwei Stück. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. Fällt uns noch einer dann. Das sind doch keine, nur Kokosnüsse, ne? Das sind Kokosnüsse, verdammte Axt. Scheiße. Wow. Muschel. Ups. Es entschließt sich, besser zu werden mit dem Wetter.
Das ist unsere Inselland, ne? Ja. Guti. Was fehlt uns nun noch? Uns fehlt. Die haben wir da. Ja. Bestimmt sind wir so extrem voll, dass wir das. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, ist schade, ne? Dass ich sowas hier alles auf den Müll werfen kann und da nicht mit anpieksen kann. Echt schade. Ein bisschen doof gemacht, finde ich tatsächlich. Aber was soll's. Man will sich darüber ja nicht beschweren, ne? So. Jetzt schmeißen wir hier mal die Steine ab. Hä? Was macht er denn da? Hallo, Steine und so. Oh, dann nimmst du das eben halt in die Hand. Ist mir auch egal. So, wups. Oh, der rollt weg. Das glaubt mir doch jetzt keiner, ne? Bleib hier gefälligst. Hm. Dann lege ich das eben halt erstmal ab. Das kann ich wegrollen. So, ups. So. Ja, jetzt habe ich die Kiste mitgenommen. Oh, Kinder. Nun hoch da. Dabei lag die gerade so süß, ne? Ich fand die gar nicht mehr so schlecht, wie sie gerade lag. Na gut, liegt auch fast süß. So, pass auf, wo war die Dings jetzt hier? Bei mir geht alles ein bisschen langsamer, das muss man sich mal so vorstellen. Und so nehmen, wie es ist. Okay, ich habe das hier in diese Kiste drin. Ah, guck mal, hatte ich auch noch dabei gehabt. Vergessen einfach. Okay. Nun müssten wir alles zusammen haben, was wir brauchen für den Water Collector. Willst du mich verarschen? Ich habe das doch da. Ja, habe ich doch da, Mann. Was willst du denn von mir? Ist das Ding doof? Das Spiel ist ein bisschen... Hä? Jetzt haben wir es. Sehr schön. Den machen wir mal hier so hin. Als nächstes könnten wir guten Smoker uns irgendwie mal zusammen sammeln. Ah, wunderbar. 4 Stück. Muss einmal gleich Wasser machen mit. Ach, liegt da noch was drin, ne? Okay, das war cool. Nun. Und den kann ich mir daneben. Sehr gut. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Das läuft so gut. Ja, wir müssen uns einen Smoker machen. Was brauchen wir, um einen Loom herzustellen? Ich weiß nicht, jetzt fange ich hier an, komplett neuere zu renovieren. Loom. 4 Seile. Das ist schwer. Das ist schwer, Kinder. Also ich habe ja jetzt diese Folge gar nicht so wirklich gemacht. Außer beschissenes Wetter erlebt. Ich glaube, wir werden nochmal Holz hacken. Ach nein, wisst ihr was? Wir gehen mal hinten zur Yacht. Das können wir auch mal schnell machen. Ob da noch irgendwas ist für uns. Und große Fische auf jeden Fall versuchen zu kriegen. Haben wir hier noch was drin? Nee. Da. Oh, guck mal. Und Verband. Das ist schon mal cool. Gut, vielleicht brauchen wir es gleich noch, wenn wir vom Hai gefressen werden. Was war denn hier eigentlich? Klassisch, schon mal gleich direkt einen Diskus gefangen. Oh ne, den lassen wir mal lieber. Guck mal. Nehmen wir die Kiste mal mit. Können wir hier durchgreifen? Oh, wir saufen ab. Oh, ich hab so ein bisschen Angst, ne? Waren wir hier bei der letzten Folge auch mit dem Hai? Ich glaube ja, ne? Aber wir können auch nicht alles schon kontrolliert haben. Nein, 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 wir waren hier nicht. Nein. Jetzt hätte ich ja die Kiste mitgenommen und all so einen Schrott. Oh, wie hübsch das Steuerrad ist. Was für eine große Yacht einfach, ne? Doch, wir waren hier in der letzten Folge mit dem Hai. Ja, hier waren wir schon.
Oder doch nicht? Warte mal, da ist doch eine Kiste, oder nicht? Nee, alles gut. Gott, es ist dunkel hier. Hoffentlich finden wir jemals wieder hier raus. Gut, große Fische finden wir aber nicht. Oh, da hinten war der Hai, glaube ich. Oder? Sah das nur so aus? Ich habe schon... Oh, dieser Hai. Dieser Hai. Okay. Fische. Wir brauchen Fische, Fische, Fische. Oh nein. Jetzt ist es passiert. Ich habe vergessen zu speichern, ne? Verdammt, was war denn da? Wo denn? Oh mein Gott, wo krieg ich jetzt Pipi her? Das wird jetzt eine lange Pipi-Reise, liebe Leute. Und diese Reise endet für uns abrupt. Denn wir müssen gucken, dass wir uns gehütet kriegen. Also, Pipi. Wir brauchen jede Menge Pipi. Und ich habe keine Idee, wo wir hinfahren sollen. Also. Müssen wir sowieso kurz dicht machen. Oh, wir haben auch Durst, ganz viel Durst. Ja, Poison. Gut, liebe Leute, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ihr könnt auch ruhig mal was in den Kommentaren reinschreiben, ne?